Hallo und herzlich willkommen im Bücherregal. Ich denke in letzter Zeit über eine Sache nach, nämlich was ist jetzt eigentlich schlimm dran, wenn man ökosystemare Vorgänge oder sonstige komplexe Vorgänge in der Natur einfach beschreibt? Ja, ne? Und das kommt jetzt immer wieder mal auf, weil ich immer mal wieder gefragt werde, was ich denn gegen den Herrn Wohleben hätte zum Beispiel. Und ja, gegen den habe ich, dass er komplexe Systeme zu einfach beschreibt, mitunter, ja. Und aus zu weit hergeholten Vergleichen zu große Schlussfolgerungen zieht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Es gibt zu diesem Sachverhalt übrigens sogar noch ein Buch. Das werde ich ein andermal noch besprechen, aber für diejenigen, die das schon mal interessiert, die können mal bei Torben Halbe in die Suchanfrage beim Buchgeschäft ihres Vertrauens oder halt einfach hingehen und das da fragen. Wäre auch eine Option. Gibt es sogar Buchgeschäfte, da gibt es Menschen, mit denen man leben kann, reden kann. Leben wahrscheinlich auch. Ja, jedenfalls Torben Halbe, das wahre Leben der Bäume. Nicht das Geheime, sondern das wahre Leben der Bäume. Das ist quasi ein Anti-Wohlleben-Buch beziehungsweise ein Wohlleben-Widerlegen-Buch. Das ist in vielerlei Hinsicht sicherlich durchaus gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Aber was mich zu denken gegeben hat, ist die Tatsache, dass einer der Haupteffekte bzw. Aspekte, die der Herr Halbe dem Herrn Wohlleben vorwirft in seinem Buch, also vorwerfen ist, ja doch, darf man glaube ich schon so nennen, ist eben, dass der Wohlleben Bäume zu sehr vermenschlichen würde. Und da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht und muss gestehen, dass ich das auch hin und wieder mal ganz gerne tue. Ja, und vielleicht wird man sich erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ja, der Baum denkt sich oder der Baum macht dann Folgendes oder wenn man ein Baum ist, dann steht man lieber hier als dort und solche Sachen. Ja. Das mache ich ganz gerne und das ist unabhängig davon, dass es auch sicherlich ein Faktor ist, der zum Erfolg von Herrn Wohllebens Büchern beiträgt, ist das einfach sehr, sehr, sehr gut geeignet, um den Leuten ja Lebewesen näher zu bringen, die ganz anders sind als sie selbst, sie bis zu einem gewissen Grad zumindest etwas zu vermenschlichen. Das kann man jetzt in einer vermenschlichenden Rhetorik tun, so wie ich das mache. Das kann man aber auch wirklich mit noch vielleicht, ja, und das ist eben die Frage, ich bin mir nämlich selber nicht ganz sicher, inwiefern mach's ich besser oder schlechter als eben der Herr Wohlleben. Und wenn man es dem Herrn Wohlleben vorwerfen kann, kann man es dann auch mir im gleichen Maße vorwerfen. Das ist schon so ein Thema, mit dem man sich ein bisschen umgetrieben fühlen kann. So, also, fangen wir mal an beim Herrn Einstein. Ja, der Herr Einstein, den hat man vielleicht schon mal gehört, der hat ja diverse schlaue Dinge gesagt. Er ist durchaus bekannt, abgesehen davon, dass er auch ESMC-Quadrat gesagt hat, was kein Mensch kapiert. Aber, also jedenfalls nicht allzu viele. Was er auch gesagt hat, waren auch ganz viele Lebensweisheiten. Mein persönlicher Favorit ist ja dieser berühmte Spruch von wegen, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, das ist so mein persönliches Lieblings-Einstein-Zitat. Aber eins, das immer wieder aufkommt in letzter Zeit, nämlich im Rahmen mit der, ja, dem neu gefundenen Ökobewusstsein von vielen von uns, ja, dem neuen Bedürfnis, in die Natur rauszugehen. Okay, für viele war das jetzt vorher auch schon vorhanden, aber einige Leute sind auch dazugekommen, die das jetzt eben erst langsam wieder entdecken oder gerade dabei sind oder es vor kurzem erst entdeckt haben, dass rausgehen in die Natur eine tolle Sache ist. Das ist einerseits natürlich super, super löblich und daran ist auch Mitschuld eben, Schuld in Anführungszeichen, der Herr Wohlleben, weil der ja durch seine Bücher schon eine gewisse Sehnsucht nach dem Wald geweckt hat, die vorher
so als die große nationale Sehnsucht, weil ein wenig abgeflacht ist. Ne? Wir Deutschen sind ja schon immer gerne im Wald spazieren gegangen. Wir hatten schon immer eine gewisse Waldsehnsucht. Das kann man auch sehen, wenn man die Literatur vergangener Zeiten ein bisschen durchforstet. Und sich dann mal anguckt, dass es da auch schon immer waldbegeisterte Bücher gegeben hat. Es gab da einige Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da waren auch der ein oder andere Österreicher dabei und aus der Schweiz sicherlich auch der eine oder andere, wenn man ein bisschen sucht, die eben im Rahmen der Romantisierung der Natur auch da ihren Beitrag geleistet haben. Und da kann man also teilweise sehr alte Schriften finden, die den Wald als Sehnsuchtsort und Ort der inneren und sonstigen Einkehr darstellen, und da kriegt man schon richtig Lust, in den Wald zu gehen. Ja. In letzter Zeit ist das dann wahrscheinlich eher ein bisschen verloren gegangen, und dann kam der Herr Wohleben mit seinen entsprechenden Büchern, also beispielsweise Das geheime Leben der Bäume. Das war sicherlich eines der am meisten verkauftesten, soweit ich das mitbekommen habe, und hat dann das nationale Waldbewusstsein, die nationale Waldbegeisterung wieder auf ein lang verschollen gewesenes Level gehoben. So, da kann man sich jetzt auch sehr wohl streiten, aber im Großen und Ganzen ist das eine Leistung, die meisten naturverbundenen Leute ihm dadurch eher hoch anrechnen sollten, aufgrund dessen, wenn mehr Leute im Wald rumrennen, dann gibt es auch mehr Leute, die sich für den Wald interessieren. Und wenn sich mehr Leute für den Wald interessieren, dann ist auch Forstpolitik einfacher möglich und der Erhalt des Waldes einfacher möglich. Und dann ja, ist vieles ist besser. Ja. Manches ist aber nur begrenzt besser. Und dann kommen wir eben jetzt zu dem Punkt, an dem man mit dem Wohlleben und dessen Darstellung vom Wald bisschen seine Schwierigkeiten haben kann und darf, wie ich finde. Denn der Wald wird doch als sehr simples Ökosystem manchmal dargestellt. Manchmal. Es sind auch Passagen vorhanden, in denen er die Komplexität, die er tatsächlich besitzt, auch durchaus zugesprochen bekommt. Und in anderen Situationen wird er dann wieder arg versimplifiziert. So, und damit sind wir wieder beim eingangs erwähnten Problem, dass das Vermenschlichen von Bäumen mitunter ein Problem sein kann, weil es komplexe Sachverhalte doch arg simpel darstellt. Ja? Und ja, nochmal, mache ich das auch? Bin ich da schuldig im Sinne der Anklage? Muss ich da mich mit neben den Wohlleben auf die Anklagebank setzen? In 1,50 Meter Abstand natürlich. So ein bisschen sicherlich schon. Ich hoffe, ich habe es nicht maßlos übertrieben, aber ein bisschen sicherlich schon. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ja, ist denn das schlimm, wenn man Bäume vermenschlicht? Und jetzt hatte ich eingangs irgendwann mal den Herrn Einstein mit seiner Dummheit des Menschen erwähnt. Der vom Herrn Einstein ist eben noch dieses zweite Zitat, das ich noch gar nicht ausgesprochen habe, sondern nur erwähnt habe, dass es das gibt. Und oh, tolle Kurve hier, Spannungsaufbau und so weiter. Oh, krieg ich selten so gut hin. Nämlich, er hat auch gesagt, man sollte die Dinge so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher. Und das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ne? Wenn wir es mit einem komplexen Ökosystem zu tun haben, und da zitiere ich jetzt gern den Herrn Halber aus seinem Buch, da hat er nämlich eine schöne Überschrift für sein Fazit am Ende gefunden, die finde ich großartig, diese Überschrift, also da gefällt mir vieles in dem Buch, aber diese Überschrift, die ist eine Offenbarung, nämlich komplexe Systeme komplex würdigen. Und damit sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo vielleicht doch ein Schaden dadurch entstehen kann, dass man Bäume schlicht und ergreifend zu sehr vermenschlicht und ihnen zu sehr unterstellt, sie wären auch nur Menschen. Ja? Also Bäume sind auch nur Menschen. Und das ist rein biologisch gesehen grundlegend falsch. Von allen Organismen, wenn wir jetzt mal von Bakterien absehen, sind Pflanzen uns am weitesten entfernt. Uns selbst also mit Pflanzen gleichzusetzen und Sachen zu sagen, wie sie vom Wohlleben durchaus zitiert werden dürfen, und das betont er auch relativ häufig, auch bei verschiedenen Gelegenheiten, und damit darf ich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich schon nicht einfach jetzt ein Einzelzitat, das aus dem Zusammenhang gerissen ist, also das hoffe ich zumindest, wenn doch, dann tue ich natürlich Unrecht, aber eine häufig gehörte Aussage, erstens der Herr Halbe zitiert sie, zweitens, ich habe sie selber schon ein paar Mal vom Wohlleben gehört, Bäume sind wie Menschen, nur langsamer, so in dem Stil.
Ja, und man kann im geheimen Leben der Bäume vom Wohlleben, dann vom Herrn Wohlleben, dann auch entsprechend nachlesen, dass wie das zustande kommt und dass er sich weigert, die Pflanzen als ein völlig anderes Lebewesen als uns Menschen wahrzunehmen und wir doch alle gar nicht so verschieden sein. Und das basiert nur auf der Ernährungsform. Ja? Weil die große Dada jetzt, ja, hat schon Unrecht, aber grundsätzlich oberflächlich betrachtet, und das ist genau das Problem, komplexe Systeme komplex würdigen und eben nicht nur oberflächlich, oberflächlich betrachtet mag man, wenn man jetzt nur die ersten paar Zeilen des entsprechenden Wikipedia-Artikels liest, schon den Eindruck bekommen, dass pflanzliche Organismen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie chemoautotroph sind, dass Pilze und Tiere chemoheterotroph sind. So, und damit sind Pflanzen eben keine Pilze und keine Tiere, weil die sind ja jeweils chemoheterotroph vom Ernährungstyp her. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Pflanzen ihre Nahrung aus Photo, also aus dem Licht, quasi selbst herstellen können. Sowohl ihren Nahrungs- als auch ihren Energiestoffwechsel kriegen die allein mit dem Licht und noch mit ein paar Stoffen, die halt nicht besonders knapp sind, wie zum Beispiel Wasser. Also hoffentlich nicht besonders knapp. Wenn doch, dann haben wir ein Problem, wie jetzt die letzten Jahre erlebt. Damit kriegen die ihr ganzes Wachstum und ihren kompletten Stoffwechsel auf die Reihe. Also sie haben eine Energiequelle, die quasi mit Licht funktioniert, und sie haben eine Stoffquelle, die ebenfalls mit Licht und allgegenwärtigen Substanzen wie eben Luft und Wasser in großen Teilen zumindest funktioniert. Das können wir Tiere nicht. Wir sind chemoheterotroph. Das bedeutet, wir müssen sowohl für unsere Energie, also sprich uns das Aufrechterhalten unserer Körpertemperatur, wenn wir jetzt Säugetiere sind, und für unsere Ernährung brauchen wir, also für die Stoffe, die wir so zu uns nehmen, um zum Beispiel abgestorbene Körperzellen durch neue Körperzellen zu ersetzen, also Baumaterial, auch unsere Körper wird ja regelmäßig repariert, und dafür brauchen auch wir Baumaterial, auch wenn wir jetzt nicht mehr groß in die Höhe wachsen, sondern nur noch in den Umfang. das heißt, wir für beides können wir es nicht selber herstellen, sondern sind darauf angewiesen, eben andere Biomasse zu verzehren. Und da sich dabei selten um sehr, sehr lange tote Biomasse, die schon halb zersetzt ist, weil hat jemand anders die schon angefressen, dann sind die guten Sachen schon raus, handelt, sind wir darauf angewiesen, noch recht frische Biomasse von anderen Tieren oder von Pflanzen entsprechend zu konsumieren oder von Pilzen. Ja, das geht natürlich auch. Und das ist jetzt im ersten Moment bloß, wir essen unterschiedliche Sachen. Ja, also so verschieden sind wir von Pflanzen dann doch nicht. Und es auf diese Kleinigkeit, beziehungsweise auf diesen fundamentalen Unterschied, und der ist fundamental, der ist absolut fundamental, runterzubrechen, wird der Komplexität der Biologie nicht mal im Ansatz gerecht. Und so gesehen kann ich schon nachvollziehen, dass Pflanzen sind auch nur Menschen, wirklich, wirklich, biologisch gesehen ist das hanebüchender Blödsinn. Kein anderer Organismus könnte vom Menschen so weit weg sein, wie eben ein Photosynthese betreibender eine Pflanze. Ja? Das ist wirklich ganz, ganz weit auseinander. Und da geht es nicht nur darum, dass Pflanzen nicht rumlaufen und wir schon. Das heißt, dass wir wissen zumindest, gehen davon aus, dass die meisten Pflanzen nicht rumlaufen. Es weiß ja keiner genau, wo die Endfrauen sind. Die sind ja leider verschollen, also dementsprechend wäre es möglich. Ja, lassen wir das. Aber jedenfalls, im Regelfall laufen Pflanzen nicht rum. Und wir schon, im Regelfall. Die einen von uns mehr, die anderen von uns weniger. Und auch darauf kann man den Unterschied nicht runterbrechen. Ein paar Beispiele, die der Herr Halbe in seinem Buch nennt, wo der Wohlleben Beispiele nennt, weshalb er Pflanzen auf massive Art und Weise vermenschlicht und Bäume auch nur zu Menschen machen möchte, sind zum Beispiel, dass Bäume angeblich hören oder Schmerzen empfinden können. Und beides ist hinten und vorne nicht korrekt, weil es maßlos übertrieben ist. Und da kommt dann jetzt wieder der Herr Einstein um die Ecke und sagt, man darf die Dinge so einfach, sollte die Dinge so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher. Und genau das macht der Wohlleben, wenn er sagt, Mais kann eine bestimmte Frequenz wahrnehmen. Es gibt da nämlich eine Studie, die ich inzwischen mir mal auch ergoogelt habe und mal kurz ein bisschen reingelesen habe. Aber der Herr Halbe beschreibt das in seinem Buch auch ganz gut. Ich wollte mir nur selber nochmal angucken.
die eben besagt, dass Mais in der Lage ist, eine bestimmte akustische Frequenz wahrzunehmen. Eine, Mais. Mais ist ein Gras. Bäume sind Chromophyten, das ist erstmal eine ganz, ganz, ganz andere Pflanze. Das heißt, nur weil Mais hören kann, muss ein Baum nicht auch, also Mais kann auch nicht hören, auch schon gar nicht. Aber nur weil ein Mais eine akustische Frequenz wahrnehmen kann, heißt das noch lange nicht, dass Bäume das auch können. Und daraus zu schlussfolgern, Bäume und Pflanzen sind relativ gleich, weil beide können hören, ist Quatsch. Unser Hören, und da muss ich dem Herrn Halbe vollkommen recht geben, das schreibt er in seinem Buch auch entsprechend, ist ein extrem komplexer Prozess, der sich wahrscheinlich in der Ausführlichkeit, wie er inzwischen bei uns Säugetieren besteht, ist nicht unbedingt bei uns Homo sapiens, aber generell bei Säugetieren, über Jahrmillionen hingezogen hat. Das ist ein enorm komplizierter Hörapparat, der eben aus den Gehörknöchelchen und irgendeiner Schnecke und einem Steigbügel und so weiter und so fort besteht. Ich kriege das nicht ganz zusammen. Aber wer sich auch nur ansatzweise mal mit der Anatomie unseres Hörapparats auseinandersetzt, da schlackert mit den Ohren. Ja? Und das hilft noch nicht mal unbedingt beim Hören. Es ist also ein extrem komplizierter und komplexer Vorgang, gerade auch dann noch dazukommend bei uns Menschen, die Option, dass wir nicht nur hören können, wirklich hören. Und wirklich hören bedeutet nicht, du nimmst eine Frequenz mit der Wellenlänge 100 irgendwas wahr, sondern du kannst aus dem gesamten Wirrwarr aller für deine Biologie bestimmten möglichen Frequenzen, die du überhaupt wahrnehmen kannst, aus diesem Wirrwarr, denn all diese Töne treten wahrscheinlich zeitgleich überall mit unterschiedlicher Lautstärke auf. Und aus diesem Wirrwarr kannst du die Sachen rausfiltern, die dir in irgendeiner Form irgendeine Information zu irgendwas geben, kannst die anderen ignorieren, sofern sie dich nicht betreffen. Und im Fall von uns Menschen sind wir sogar noch in der Lage, in zig verschiedenen Sprachen Kommunikation und Worte daraus zu hören, aus diesem Wirrwarr von letztendlich Frequenzen, dass wir selber durch unsere Stimmbänder von uns geben. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass wir Menschen toll sind, aber die Möglichkeit zu hören ist eine unglaublich komplexe und komplizierte Errungenschaft der Biologie. Die Wahrnehmung einer einzigen akustischen Frequenz und darauf eine lokalzelluläre Antwort erfolgen zu lassen. Das ist so ungefähr, als ob du sagst, ich bin ein krasser Bergsteiger, wenn du mal auf einen Maulwurfhügel gestiegen bist und vergleichst dich mit Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, die bekanntlich, hoffentlich zumindest, und soweit wir es wissen, als Erster auf dem Mount Everest gekraxelt sind, als das noch schwierig gewesen ist. Also so richtig schwierig. Heute ist es sicherlich auch kein Kinderfasching, aber damals dürfte das noch erheblich schwieriger gewesen sein als eben entsprechend heute. Ja? Und das, so ungefähr ist dieser Vergleich. Das ist als hanebüchender Unsinn, nur weil eine Wellenlängenfrequenzwahrnehmung bei Mais nachgewiesen worden ist. Können Bäume jetzt auch hören und werden vermenschlicht. Das ist sicherlich zu viel. So, gucken wir uns mal ein Beispiel von mir an. Wenn ich jetzt sage, der Baum denkt sich, das habe ich schon mal in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, einfach um, ganz ehrlich, auch damit man es einfach eher versteht. Bäume denken in dieser Form wie wir. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie wir über etwas nachdenken, das machen Bäume sicherlich nicht. Genau genommen haben Bäume ja auch gar kein Organ, mit dem sie einen komplexen Denkprozess, wozu ja auch andere Säugetiere, Vögel und Reptilien durchaus in der Lage sein können, mindestens die, weiß ich nicht, ob es besonders schlaue Fische gibt, dafür kenne ich mich einfach zu wenig aus, im Fischbereich. Aber ein wirkliches Durchdenken einer Vorgehensweise, wie gehe ich jetzt am besten vor, um das zu erreichen, was ich mir jetzt als Ziel vorgenommen habe und um mein Leckerli zu bekommen beispielsweise, um irgendwas aus der Verhaltensforschung in der Biologie zu nehmen. Da kann man bei verschiedenen intelligenten Tieren, beispielsweise Wölfen, beobachten, dass diese sogar in der Lage sind, mit
Artgenossen zu kooperieren, um mit gemeinsamer Anstrengung dann zum gewünschten Erfolg, nämlich das Erhalten eines Leckerlis zu kriegen, kommen und dafür tatsächlich ein aktives Nachdenken, ein aktives Überlegen, wie sie jetzt in dieser Situation vorgehen, erforderlich ist. Das ist ohnehin bei vielen rudelliebenden Tieren so. Auch durchaus kann man ein ähnliches Verhalten bei als eher doof geltende Säugetiere beobachten, wie zum Beispiel beim Reh. Die sind auch lernfähig, die sind in der Lage, ihre Strategien, mit denen sie durchs Leben zu kommen, entsprechend anzupassen und sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad zu überdenken. Also ein komplexer Vorgang, der ein gewisses tierisches Bewusstsein, mindestens ein tierisches Bewusstsein, bis hin eben dann letztendlich in unserem Fall einem menschlichen Bewusstsein erforderlich macht. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz und auch nicht, wenn man irgendwelche sehr, sehr verwirrenden und wirren Studien dazu, die mal irgendwer verfasst hat, aus dem Keller hervorholt. Das gibt es bei Pflanzen so nicht. Ja, also es ist völlig unmöglich aus wissenschaftlicher Sicht in irgendeiner Form ein zentrales Denkorgan, ein zentrales Entscheidungsfindungsorgan oder sonst irgendwie bei Pflanzen auszumachen. Wo soll sich denn da ein Gehirn befinden? Davon mal abgesehen, wozu brauchen denn Pflanzen überhaupt ein Gehirn? Ja, da gibt es nämlich wenig Argumente, weshalb das Sinn machen würde, wenn wir uns nämlich mal klar machen, was ein Gehirn selbst für ein jetzt nicht wir Menschen, sondern für ein anderes, allein schon für ein durchschnittlich intelligentes Säugetier, würde ich jetzt mal sagen, was da ein Gehirn für einen Energieaufwand darstellt. Diese ganzen Neuronen, die da oben rumschwirren, mal mehr, mal weniger, die benötigen einen Haufen von Energie und jeder, der schon mal eine Weile lang gelernt hat, stellt fest, dass man dann irgendwann ziemlich Hunger bekommt und sehr gerne auch mal Hunger auf Süßes, was einfach daran liegt, dass das Hirn Zucker benötigt. Das ist jetzt nicht nur eine Volkswirtsweisheit, sondern da wird wirklich jede Menge Glucose verbraucht für diese ganzen Denkprozesse, diese elektrischen Signale, die da auch eine Rolle spielen. Und ich bin jetzt nicht Biologe genug, um genau die Vorgänge im Hirn und Hirnforscher schon gar nicht wiedergeben zu können. Aber ich weiß zumindest, dass das ein sehr energieaufwendiger Prozess ist, der nur damit überhaupt mit Energie versorgt werden kann, dass wir Tiere eben nun mal eine viel effizientere Energieversorgung haben, indem wir andere Tiere und Pflanzen auffressen, als wenn wir ganz mühsam und vergleichsweise sehr langsam uns unseren Zucker selber aus Wasser und Luft zusammen photosynthetisieren müssten. Mit den Mengen an Energie, die eine Pflanze, selbst ein großer Baum, aus der Photosynthese so ziehen kann, ist er sehr wohl in der Lage, seine enorme Biomasse, weil das muss ja auch alles versorgt werden, am Leben zu erhalten. Genügend Energie zu haben, um damit dieser gigantischen Biomasse noch durch die Gegend zu laufen, wird schwierig, wenn man nur Photosynthese kann. Deswegen tun Bäume das auch nicht. Genügend Energie zu haben, um eine sehr energiebedürftige Rechen- und Schaltzentrale in Anführungszeichen zu betreiben, das, was man gemeinhin vielleicht als Gehirn bezeichnen mag, ist auch für die Energie, die von einer Pflanze zur Verfügung gestellt werden kann, in keinster Weise möglich. Das geht einfach nicht. Ja? Und wenn Pflanzen ein Gehirn bräuchten, dann könnte man doch vielleicht davon ausgehen, dass es irgendwann in Jahrmillionen der Evolution, der erweiterten Evolution, sage ich jetzt mal, präkambrial, ist jetzt nicht so viel passiert, aber ab dann ging es ordentlich los und das ist immer noch eine Weile her. Und da hat sich nie bei Pflanzen auch nur ansatzweise, soweit wir es zurückverfolgen können, irgendwas gebildet, was auch nur ansatzweise einer gehirnartigen Struktur gleicht. Auch die Tatsache, dass man ein zentrales Nervensystem als Pflanze nicht braucht, ist etwas, was der Herr Halbe in seinem entsprechenden Buch sehr schön beschreibt. Und ganz wichtig ist letztendlich, weil ein zentrales Nervensystem frisst wieder extrem viel Energie, ermöglicht uns aber, in sehr kurzen Zeiträumen auf Umwelteinflüsse reagieren zu können, was wir auch müssen, da wir ja mobil sind. Das heißt, wir müssen in kürzester Zeit die Meldung bekommen haben, dass wir unseren linken Fuß jetzt gerade schräg aufgesetzt haben und umzukippen drohen. Diese Info brauchen wir wirklich zeitnah, weil sonst kippen wir wirklich schnell um. Während ein Baum die Tatsache, dass an einem
einem seiner Blätter gerade von irgendeinem Käfer gefressen wird. Diese Verletzung wird wahrgenommen. Wohleben definiert das als Schmerz, was in keinster Weise mit einem Schmerzsignal, das eine gewisse Funktion erforderlich macht, beziehungsweise eine gewisse Funktion hat, vergleichbar ist, meiner Meinung nach, und auch nach Meinung von Herrn Halbe, wie gesagt, das andere Buch. Ne? Aber was würde es einem Baum jetzt nützen, dass jedes Mal, wenn an einem seiner Millionen von Blättern, gehen wir mal vom alten Baum aus, irgendein Käferchen dran rumknabbert, dass er dabei Schmerz empfindet? Weil in die Theorie, die Praxis ist nun mal, dass jeder Baum immer irgendwelche, eine hohe bis mittlere, bis zumindest mal deutlich vorhandene Anzahl von Schädlingen auf sich rumkriechen hat, die da halt eben nun mal rumklappern. Für Pflanzen ist das relativ egal, weil sie nun mal ein sehr robuster, sehr langlebiger Organismus sind und es abkönnen, dass regelmäßig an ihnen geknabbert wird. Würden sie jetzt jedes Mal wirklich darunter leiden, wenn wir jetzt Schmerz mit einem sehr unangenehmen Gefühl gleichsetzen, dann hätte ein Baum über 1000 Jahre seines Lebens, wenn er jetzt halt so alt wird, die ganze Zeit immer mit Schmerzen zu kämpfen, weil dauernd an irgendwelchen seiner Blätter geknabbert wird. Dass die Evolution so einen Prozess aus irgendeinem Grund fördert, wobei diese Schmerzen völlig sinnlos sind, weil ein entsprechendes Signal aufgrund von fehlenden zentralen Nervensystem, das meinetwegen das angeknabberte Blatt jetzt in die Wurzel sendet, um in der Wurzel nach gespeicherten Giftstoffen zu rufen, die dann bitte unterwegs sein mögen in dieses Blatt, um das Knabbern des einen Fressfeindes zu verhindern, was durchaus passiert. Ne? Also dieser Prozess, der findet schon statt. Aber das dauert, je nach Baumhöhe, je nachdem, wen man fragt, je nach Art, locker ein paar bis hin zu 12 oder noch mehr Stunden. Gerne auch mal 18 Stunden. Das hängt davon ab, wie weit oben das Blatt ist und wie weit unten die Wurzelzelle, die jetzt anscheinend in der Lage sein soll, irgendwelche Giftstoffe nach oben zu schicken. Also der gesamte Prozess dauert, sage ich jetzt mal, 18 Stunden. Das Blatt, das Signal muss runter, übrigens per Signaltransduktion. Das ist auch nichts, was Pflanzen irgendwie exklusiv haben, sondern das haben einfach alle Lebewesen. Dass wir also mit Pflanzen gemein haben, dass auch sie über Signaltransduktion auf zellulärer Ebene verfügen, haben wir auch gemein mit Maulwürfen, Archebakterien, E. coli, jetzt vielleicht nicht unbedingt den Coronavirus, aber mit den Zellen, die der Coronavirus befallen hat. Mit Fischen, mit Algen, mit Quallen, sucht euch was aus. Jeder Vielzeller hat eine Möglichkeit, dass zwischen seinen jeweiligen Zellen eine gewisse Kommunikation mittels Hormonen über Signalweiterleitung von Zelle zu Zelle erfolgt. Das ist ein langsamer Prozess, das haben alle Lebewesen. Das Einzige, was wir jetzt also daraus schließen können, dass Bäume auch mit Signaltransduktion in der Lage sind, Informationen und Reize weiterzuleiten, was wir Menschen auch können. Das bedeutet nicht, dass Bäume dadurch Menschen sind, sondern das bedeutet, alle Lebewesen, die Vielzeller sind, können mittels Signaltransduktion Reize weiterleiten. Überraschung! Dafür hat es dann in Herrn Wohlleben gebraucht, damit wir das nun endlich begriffen haben. Ja? Also es ist einfach eine maßlose Übertreibung. Bäume nehmen Verletzungen wahr und geben danach ein Signal an das umgebende Gewebe ab, das wieder dieses Signal weiter abgibt und nach kann dann auch tatsächlich eine Feindvermeidungsantwort stattfinden, wenn das Signal bis zu einem Gewebe geführt wurde, das in der Lage ist, darauf eine entsprechende Reaktion zu liefern. Und genau genommen, wenn ich jetzt von diesen diversen verschiedenen Geweben spreche, bei uns als Säugetier ist es so, dass wir ja Organe haben. Also wenn ihr ein bestimmtes Problem habt, wenn im Körper irgendwas fehlt, dann gibt es da Organe, die dafür zuständig sind, beziehungsweise die was Bestimmtes bereitstellen oder was Bestimmtes aufnehmen. So eine Lunge ist zum Beispiel ganz gut im Sauerstoff aufnehmen, so ein Herz ist ganz gut im Sauerstoff im Körper verteilen und so ein Gehirn, naja, für den einen ist es nützlicher, für den anderen eben weniger. Ne? Aber das nur mal am Rande angemerkt. Wenn wir jetzt von Organen im Pflanzenreich reden, da gibt es streng genommen drei große übergeordnete Organe und diese da sind der Stamm, die Blätter und die Wurzel.
So, ja, es ist tatsächlich so simpel. Auch da ist es ein bisschen schwierig, uns mit entsprechend Pflanzen zu vergleichen, weil solange der Stamm nicht ganz ab ist, können da enorme Stücke von fehlen und der Pflanze geht es noch gut. Solange die Blätter nicht komplett abgestorben sind, kann man davon bis zu 80% verlieren und sich trotzdem davon noch wunderbar erholen. Solange die Wurzel nicht vollständig weg ist, ist auch da eine Regeneration des Gewebes problemlos wieder möglich. Es darf aber nur nicht alles entsprechend fehlen. So, jetzt mach das mal mit 80% Verlust deines Gehirns. Mach das mal mit 80% weniger Herz oder solchen Späßen. Was ich auch immer beeindruckend finde, Tumore. Was passiert, wenn ein Baum einen Tumor hat? Da hängt am Stamm ein riesiger Tumor und wuchert vor sich hin. Ist der Baum zum Tode verdammt? Braucht der jetzt Chemotherapie? Muss der jetzt bestrahlt werden oder irgendwas gegen den Krebs getan werden? Ist das ganz, ganz furchtbar schlimm? Nö. Wie alt wird denn der Baum noch, wenn er einen Krebs hat? Ja, doch 200, 300 locker. Das ist überhaupt kein Problem. Kommt ein bisschen mal auf die Situation an, aber so ein Krebs, erstens taucht er selten in jungen Jahren auf. Das haben wir jetzt wieder mit Pflanzen gemeinsam. Oh, wir sind Pflanzen. Wir kriegen Krebs eher, wenn wir alt sind. Der Unterschied ist nur der, wir kriegen Krebs dann, sage ich mal, jetzt so mit 50, 60 rum, mit einer steigenden Rate, bis man noch älter wird. Manche Leute auch früher, leider. Aber wann geht das bei Bäumen los? Ja. Potenziell erstens auch möglich in der Jugend, aber mit steigender Rate, dann halt auch im Alter von so 2, 3, 4, 500, so um den Dreh, je nachdem, welchen Baum man sich anguckt. Es ist also, es ist einfach eine Einstein, ne? Dinge so einfach wie möglich erklären, aber nicht noch einfacher. Es ist maßlos übertrieben zu sagen, oh, wir haben Mitochondrien in den Zellen. Das heißt, wir sind verwandt mit dem Einsiedlerkrebs. Der hat auch Mitochondrien in den Zellen. Einsiedlerkrebse sind auch nur Menschen. Demzufolge sind wir auch verwandt mit Cyanobakterien, mit Blaualgen. Ja, Blaualgen. Blaualgen haben auch Mitochondrien in den Zellen. Blaualgen sind auch nur Menschen. Rettet die Blaualgen. Blaualgen haben auch Gefühle. Blaualgen nehmen übrigens auch eine Verletzung wahr. Also wenn bei denen irgendwie das Gewebe geschädigt wird, wird das zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Möglichkeiten von Blaualgen werden Gegenmaßnahmen getroffen. Jetzt rettet bitte die Blaualgen. Die haben auch Gefühle. Ja, also wenn wir es so sehr vereinfachen, dass wir grundlegende Stoffwechselvorgänge aller Lebewesen als menschenähnlich wahrnehmen wollen und deswegen einen Baum jetzt als menschenähnlich bezeichnen, das ist einfach nur maßlos übertrieben, schlicht und ergreifend. Ja, und wird der Komplexität der Biologie nicht im Ansatz gerecht. Schon mal irgendwas von der Artenvielzahl auf dem Planeten mitbekommen. Das sind so viele verschiedene Lebensformen. Die Vielfalt des Lebens ist gigantisch. Das runterzubrechen auf, ach, wir sind im Grunde alle gleich. Ja, was willst du denn dann essen? Wenn Pflanzen Gefühle haben, wovon willst du dich ernähren? Ein Veganer hat es ja so schon nicht leicht. Aber was ist, wenn man dem jetzt klar macht, dass Pflanzen auch Aua haben, wenn man ihnen ein Blatt abreißt und daraus Salat macht. Aber wenn du dir einen grünen Waldsmoothie zusammenmixt, dann brauchst du ja auch frisches Grünzeug. Und die armen, armen Bäume müssen dann furchtbare Schmerzen leiden wegen dir, weil du dir ein paar junge Buchenblätter von einer 500 Jahre alten, jetzt im Idealfall Methusalem-Buche, die Äste bis auf den Boden hat und so aussieht, als würde sie noch die nächsten 100 Jahre auch noch stehen, davon ein paar Blätterchen runtergerupft hast und jetzt hat die furchtbare Schmerzen. Was bist du nur für ein schrecklicher Mensch? Der fehlen jetzt 3 von 3 Milliarden Blättern. Irgendwie sowas um den Dreh. Die kann ja nur leiden. Ja. Ist schwierig. Ist enorm schwierig, diese Ethik von wegen, jedes Lebewesen ist irgendwie wertvoll. Das mag man ja gerne so sehen. Ja, aber wir sind nun mal aufgrund unserer Biologie darauf angewiesen, andere Biomasse zu verzehren. Das geht nicht anders. Jetzt dürfen wir gerne Respekt vor anderer Biomasse haben. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber es ist einfach falsch, so zu tun, als wäre es dasselbe, ob man eine Pflanze aufmampft, oder ob man ein Tier aufmampft.
Was uns zu der Frage bringt, haben Pflanzen denn nun ein Bewusstsein? Wenn man den Wohlleben fragt, dann ganz sicher. Und er vermutet es irgendwo in den Wurzelspitzen, vermutlich. Ja, jedenfalls hat er mal gemeint, es gäbe in den Wurzelspitzen gehirnähnliche Strukturen. Ich habe die entsprechende Arbeit dazu nicht gelesen. Es ist auch wieder maßlos übertrieben und wird wahrscheinlich auch der Arbeit nicht gerecht und ist eine Fehlinterpretation. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein seriöser Wissenschaftler sowas behaupten würde. In den Wurzelspitzen befindet sich eine Reizwahrnehmung, die in der Lage ist festzustellen, dass die Wurzelspitze gerade physischen Kontakt mit einem Hindernis hat. Dann ist sie in der Lage, bei physischem Kontakt mit dem Hindernis die Wuchsrichtung zu verändern, um dieses Hindernis herumzuwachsen. Außerdem kann sie ein bisschen angepasst zum Beispiel die Öffnungsgröße der Aquaporine beeinflussen, die dafür verantwortlich sind, Wasser aus dem Boden aufzunehmen. Die werden mal größer, mal kleiner, je nachdem wie viel Wasser gerade vorhanden ist, je nachdem wie viel Wasser oben benötigt wird. Da sind also Anpassungsreaktionen auf Reize, auf zellulärer Ebene innerhalb der Wurzelspitze mit einer gewissen Reizweiterleitung in umgebendes Gewebe sind da möglich. Das mit der Komplexität eines Gehirns zu vergleichen, das Millionen von kleinen Stoffwechselvorgängen zeitgleich im gesamten Organismus überwacht und steuert, teilweise bewusst, teilweise unterbewusst und überhaupt diese Trennung zwischen unterbewusstem und bewusstem Handeln möglich macht, das ist wieder wie... Das geht nicht. Das ist so weit voneinander entfernt, dass das absoluter Quatsch ist. Oder eine Mimose. Eine Mimose sind sie ja in der Lage, wenn man sie anfasst, die Blätter zusammenzufalten. Sie ist also ganz nah dran an einem Tier. Nö, die hat lediglich tatsächlich Berührungsrezeptoren auf zellulärer Ebene. Das heißt, in diesem Teil der Pflanze befinden sich Zellen, die in der Lage sind, eine Berührung wahrzunehmen und daraufhin mit einer festgeschriebenen Reaktion auf Berührung zu reagieren, nämlich einrollen, zusammenklappen, irgend sowas in dem Stil. Ja? Das ist so ähnlich, als würden wir, wenn uns jemand antippt, jedes Mal Honk sagen. Ja? Eine monokausale Reaktion auf eine sehr komplexe, mal starke, mal weniger starke Berührung, eine Berührung am Arm, eine Berührung am Ellbogen, eine Berührung im Genitalbereich, völlig egal. Das ist so wenig komplex wie eine, ich wurde von etwas berührt und knappe mich jetzt zusammen, Reaktion überhaupt nur sein kann. Ja, also wirklich schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Und das bringt uns schon wieder zum Herrn Einstein mit seinem so einfach wie möglich, aber nicht noch einfacher. Ich habe keinen Schimmer, wie komplex Waldökosysteme eigentlich sind. Und ich habe viele Jahre meines Lebens damit zugebracht, genau das rausfinden zu wollen. Ja? Und zwar Vollzeit. Und nicht noch mit irgendeinem anderen Job nebenher. Und ich habe nicht die geringste Ahnung von der tatsächlichen Komplexität aller Lebensabläufe, die im Wald, in Pflanzen und im gesamten Ökosystem, wo alles miteinander vernetzt ist und alles miteinander in irgendeiner Form eine Rolle spielt, nicht die geringste Ahnung davon, was da wirklich vor sich geht. Ich versuche dementsprechend auch gar nicht den Eindruck zu erwecken, ein Ökosystem wäre wie ein einfacher kleiner Taschenrechner, da gibst du irgendwas ein. Und dann kommt was anderes raus. Ja, auch das wäre viel zu trivial und viel zu stark vereinfacht, so sehr vereinfacht, dass halt eben die gesamte Aussage irgendwann nicht mehr stimmt. Ja? Auf dem Maulwurfhügel steigen ist wie auf dem Mount Everest. Der ist halt nur größer. Ja? Ich glaube, ungefähr haben wir begriffen, worauf ich hinaus möchte und was auch das sind sicherlich eine der zentralen Aussagen, nicht alle, aber eine der zentralen Aussagen vom Buch vom Herrn Halbe entsprechend ist, dass das die viel zu einfache Erklärung der Natur. Kann der Wohlleben gut die Natur erklären? Unbedingt, ja. Viele Sachen, die er in seinen Büchern drin hat, sind auch richtig. Ja, auch das.
Und das, was er richtig erklärt, erklärt er auch ganz hervorragend. Aber dieses maßlose Vereinfachen, damit es sich einfach cool anhört und damit es dann ein bisschen klingt wie ein schönes Märchen, wie die Natur funktioniert, kann ich schon nachvollziehen. Ja? Ich habe noch diverse andere Probleme mit dem Wohlleben, die der Herr Halbe in seinem Buch überhaupt nicht schildert übrigens. Und ich mich wundert, dass er die überhaupt nicht bemerkt oder dass sie ihn scheinbar so wenig interessieren, dass er sie nicht auch noch ins Buch geschrieben hätte. Ohnehin sucht er sich nur so ein paar Themen raus. Man kann, wenn man den Wohlleben widerlegen möchte und beim Wohlleben so den ein oder anderen Eckpunkt hat, mit dem man nicht zufrieden ist, da kann man schon ganz viel drüber sagen, ganz viel drüber schreiben und so weiter. Aber ja, wir belassen es jetzt an dieser Stelle bei den Inhalten, wie jetzt bisher dargestellt. Wer das noch viel ausführlicher und wirklich hervorragend recherchiert und auch mit den tatsächlichen Vorgängen, wie sie wirklich eine Rolle spielen und das auch in halbwegs verständlicher Sprache nochmal nachlesen möchte, dem kann ich dann nochmal das Buch vom Herrn Halbe herzlich empfehlen. Vielleicht kommt es eingeflogen, wenn ich mal danach bitte. Schatz! Ah! Wäre das möglich? Ja, ich habe bunte Finger. Oh, das macht nichts. Der Umschlag darf ruhig. Vielen Dank. Oh, da kommt es eingeflogen. Und da ist es auch schon. Ne? Also, das wahre Leben der Bäume. Ein Buch gegen eingebildeten Umweltschutz. Das ist auch nochmal so ein zentraler Gedanke, dass eben der Schutz von Pflanzen, weil die auch Gefühle haben, eine Form von Umweltschutz ist. Ne? Ja, also damit habe ich jetzt auch das Buch besprochen, ohne wirklich das Buch besprochen zu haben, und bin jetzt mit diesem Video erheblich zufriedener als mit meinem letzten Versuch, eine Buchbesprechung dazu zu machen. Und da konnte ich nämlich quasi nur Zeug aus dem Buch zitieren. Jetzt habe ich das Buch fast gar nicht zitiert. Trotzdem wissen wir grob, worum es geht. Wen das Thema interessiert, der mag es sich gerne kaufen. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten jetzt doch noch, damit es dann jetzt noch ein bisschen den Charakter einer Buchbesprechung bekommt. Das Ding ist in der neuesten Auflage vom 4. Februar, der vierten Auflage vom Februar 2020. Ich denke, die zentrale Botschaft ist auch in den älteren Auflagen schon enthalten. Wer also da noch welche findet, aber ich befürchte, die sind vergriffen, kann auch da eine nehmen, aber die dürften wirklich vergriffen sein. Ja, ansonsten sind diverse Autoren bzw. diverse Professoren, die hier auf dem Klappentext verewigt sind, mit dem Buch auch sehr zufrieden. Da sind durchaus namhafte Forstwissenschaftler dabei. Das Vorwort ist von sehr namhaften Wissenschaftlern. Und das Buch ist im Prinzip aufgeteilt, das wollte ich auch noch schnell sagen, in den ersten Teil von Baum und Mensch, worum es darum geht, dass eben darüber, wo wir jetzt auch die meiste Zeit gesprochen haben, dass eben Bäume eben nicht Menschen sind, Bäume und Nerven nur langsamer als bei Menschen. Ist das der einzige Unterschied? Und das ist natürlich Quatsch. Brauchen Bäume überhaupt ein zentrales Nervensystem? Nochmal viel besser erklärt, als ich das kann. Brauchen Bäume Gefühle? Wie steuern Bäume denn überhaupt ihr Verhalten, wenn sie doch gar kein Gehirn haben und keine Gefühle und kein zentrales Nervensystem? Also wirklich auch spannende Fragestellungen, gut erklärt. Bäume und Lernen, das ist auch so ein Thema. Woher merkt sich denn ein Baum was, wenn er doch kein Gehirn hat, wo er in irgendeiner Form ein Gedächtnis aufbauen könnte, um sich Dinge zu merken? Tatsache ist aber, dass Bäume sehr wohl Informationen speichern können. Das findet aber, so viel kann ich verraten, denke ich, schlicht und ergreifend auf genetischer Ebene statt. Ja? Es werden nach und nach immer die Gene benutzt, die man für die aktuelle Umweltsituation braucht. Ein Gen, also sprich ein Bauplan für bestimmte Proteine, die bestimmte Dinge hervorbringen. Darunter können Hormone sein, das ist auch ein Protein, das dafür da ist, um zum Beispiel andere Pflanzenzellen zu warnen. Ein solches Gen, das das Hormon baut, das dann durch den gesamten Baum wandert, um in der Wurzel die Aktivierung von irgendwelchen Giftstoffproduktionen, die dann wiederum zurück ins Blatt wandert, davon abgesehen, dass Gift sehr wohl in den Blättern produziert wird, in denen es gebraucht wird und nicht erst in der Wurzel abgerufen werden muss, um durch den ganzen Baum zu wandern. Das wäre ziemlich idiotisch und würde viel zu viel sinnlosen Transport bedeuten. Deswegen machen Pflanzen das auch nicht. Also wenn sie giftig sein wollen in den Blättern, dann machen sie auch in den Blättern Gift und nicht sonst wo. Weshalb eben eine Langstreckenkommunikation erstmal zur Wurzelspitze, wo angeblich das Gehirn setzen soll,
völliger Schwachsinn wäre. Ne? Das ist nicht nur nicht nachweisbar, es wäre auch einfach dämlich aus strategischer Sicht. Und so viel habe ich dann doch über die Natur begriffen, auch wenn ich behaupte, nicht viel über die Natur begriffen zu haben. Völlig sinnlose Vorgänge setzen sich in der Wildnis nicht durch. Wenn du dämliche Sachen machst, dann stirbst du wieder aus. Und deswegen Bäume, die Jahrtausende alt werden können, haben offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Und denen muss man jetzt nicht irgendwelche Vorgänge unterstellen, die sie Jahrtausende, ja Millionen lang nicht gebraucht haben. Aber jedenfalls, wie Bäume hier für Bäume und Lernen, eben dies, was ich jetzt sagen wollte, genau, die steuern also einfach quasi sie. Informationen werden damit behalten, dass bestimmte Gene, wenn sie dann mal aktiviert sind, auch gerne aktiviert bleiben, damit eine ständige Produktion eines bestimmten Stoffes aufrechterhalten wird, der dann von Vorteil ist, wenn eine bestimmte Situation, die der Baum in jungen Jahren schon mal erlebt hat, im Alter nochmal wiederkommt und dann ist er bereits darauf vorbereitet, weil das entsprechende Gen bereits aktiviert ist und dann die entsprechende Produktion der entsprechenden Proteine, der entsprechenden Stoffe, der entsprechenden Hormone, der Botenstoffe und so weiter, die dann in dieser Situation einen Vorteil darstellen, bereits anläuft. Es hat ein bisschen sehr oberflächliche Ähnlichkeit mit unserem Immunsystem. Wir brauchen auch nicht unser Gehirn, technisches Bewusstsein, technisches Gedächtnis, damit unser Immunsystem Informationen speichert. Das tut es auch auf rein chemischer Basis und biochemischer Basis und eine biochemische Informationsspeicherung, gerade wenn es um den Speichel bestimmter Insekten oder Ähnliches geht, ist durchaus auch bei Pflanzen möglich, hat aber nichts mit ich merke mir aktiv, dass der Eiffelturm so und so viel Meter hoch ist. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der ist, aber das muss ich mir aktiv merken. Das ist keine biochemische Speicherung, sondern eben auf Bewusstseinsebene. Das können Pflanzen so sicherlich nicht. Bäume und Moral, das ist auch ganz, ganz interessant. Der fundamentale Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen, das sind alles nur Zitate aus dem Inhaltsverzeichnis, das tut sicherlich niemandem weh. Dann von der zweite Teil. Ja, also es sind im Prinzip nur diese zwei Kapitel. Einmal eben, dass Bäume sind keine Menschen, und zweitens von Wald- und Weltklima. Da hat nämlich der Wohl eben auch so ein paar Ideen, dass man, wenn man nur den Wald in Ruhe lässt, der Klimawandel ganz allein verschwindet. Und das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Es gibt da ja diverse Theorien und diverse auch sehr interessante Studien, die eben naheliegen, wenn wir nur genügend Bäume pflanzen, dann wäre der Klimawandel auch umgekehrt. Und das ganze CO2 durch die zusätzlichen Bäume, die wir pflanzen, wird dann aufgenommen und alles ist gut. Aber selbst diese revolutionäre und wirklich hervorragende Studie hat leider einen kleinen Haken und wird daher kontrovers diskutiert, weil nämlich, das möchte ich auch noch kurz erzählen, auch wenn es nicht zum Thema gehört, da ignoriert wurde, dass durch die Erhöhung des Waldanteils auf der Planetenoberfläche, also wenn man wirklich überall da, wo rein biologisch gesehen Wälder wachsen könnten, wo die Temperatur hoch genug ist, es genug Wasser gibt, die Winter nicht zu hart sind und der Boden, die Nährstoffverfügbarkeit ausreicht. Da wird überall grundsätzlich irgendwann Wald entstehen, wenn nicht ein anderer Faktor es verhindert, der da zum Beispiel sein kann, das Vorhandensein von großer Zahl von großen Säugetieren, die da eben einfach alles dann wieder kahl fressen, bevor es wachsen kann. Aber nochmal trotzdem, angenommen wir pflanzen überall da Wald an, wo wieder welcher wachsen könnte oder wo wir mal vorher welchen gerodet haben und sparen noch entsprechende Weideflächen aus. Also das ist das Revolutionäre an der Studie. Die sagt, übrigens erschienen in Nature irgendwann letztes Jahr, die sagt, wir können ohne unsere Weideflächen und unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen aufzugeben, mit so viel kargem Land, auf dem gerade für uns anderes nichts Wertvolles rumsteht, also Land, das man nicht erst aus der Nutzung nehmen müsste, sondern einfach wirklich mit Wildnisgebieten, in denen zwar kein Wald steht, aber das könnte man ja ändern, wenn man die alle aufforsten würden. Erstens kostet das nur eine vergleichsweise geringe Summe von, ich weiß nicht, 50 bis 100 Milliarden Euro, irgendwie sowas um den Dreh.
lächerlich eigentlich, wenn man bedenkt, was man für andere Sachen Geld ausgeben kann. Oder lass es von mir aus auch 200, 300 Milliarden sein. Das ist immer noch eine lächerliche Summe verglichen mit anderen Dingen, was die so kosten und so weiter. Ne? Das Geld wäre also da und die sagen also jetzt, wenn wir da alles aufforsten, was wir aufforsten können, dann wäre das CO2-Problem gegessen, weil die Wälder dann so viel CO2 aufnehmen, wie wir, wenn wir mit einer angenehm umsetzbaren Reduktionsrate des CO2-Ausstoßes weitermachen, abgeben. So, jetzt. So, Problem bei der Studie wollte ich ja nochmal sagen, wenn man die gesamte Erdoberfläche, die geht, in Wälder umwandelt, dann verschlechtert sich die Albedo. Vielleicht habt ihr Albedo bei mir schon mal gehört, das ist das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche. Je weißer die Erdoberfläche ist, desto mehr Sonnenlicht strahlt die direkt wieder ab und wieder ab ins Weltall. Das heißt, entweder mehren wir die ganze Erde weiß an oder wir hoffen, dass viel Neuschnee fällt, weil Neuschnee dann auch eben den positiven Aspekt hat, dass er quasi überhaupt keine Wärme aufnimmt, weil er alle Sonnenstrahlen und wieder weg. So, und jetzt hat ein Wald, der recht dunkel ist, der recht tief ist, der tiefe Kronen und danach unten dunklen Boden vorweist, der hat eine eher bescheidene Albedo von sowas um die 30%. Ne? Hingegen kann eine Ackerfläche oder Tundraboden, wo man theoretisch Wald pflanzen könnte, hat insbesondere wenn Schnee drauf liegt, anders als auf ein bisschen schneebedeckte Baumgipfel, hat der Albedos um 90%. Und diese Verschlechterung in den borealen Gebieten, wo man zwar mit Bäumen, die ja wohl CO2 speichert, gleichzeitig aber die Albedo eben schlechter wird und damit die Energieaufnahme des Erdbodens zunimmt, hat man halt nicht ganz bedacht bei dieser Studie. Und jetzt kloppen sich die Gelehrten, und da bin ich nicht gelehrter genug, um das beurteilen zu können, ob denn jetzt nun das dann so überhaupt stimmt, ob der Effekt der Albedo nicht viel größer wäre als der CO2-Speichereffekt durch den zusätzlichen Wald. Jedenfalls, Ende des Exkurses, der Herr Wohlleben meint eben mit dem Wald, der da ist, einfach weiter wachsen lassen und machen lassen, kann man schon alle Probleme lösen. So erscheint es zumindest manchmal. Ich will ihm jetzt gar nicht unterstellen, dass er davon ausgeht, dass es wirklich so simpel wäre. Das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber manches, was er sagt, erweckt diesen Eindruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das wirklich glaubt. Egal, jedenfalls. Beispiele, warum das eben nicht funktioniert, finden wir dann im zweiten Teil dieses Buches. Das will ich jetzt gar nicht alles so weit aufschlüsseln, aber das Schlusswort hat eben den schönen Titel, den ich eingangs schon zitiert hatte, ein komplexes System komplex würdigen. Ich glaube, diesen Spruch werde ich noch häufiger bringen. Ich muss nur immer schön dran denken, den Autor dieser Zeilen jeweils mit anzugeben. Ja, und damit nochmal, das Buch kann ich absolut empfehlen, keine Ahnung mehr, was das kostet, steht hier nicht drauf, hab's auch schon eine Weile, hab ich es sogar fast zweimal gelesen, liest sich recht schnell weg, also ist keine allzu abendfüllende Literatur, aber wer da Spaß dran hat, wer sich auch ein bisschen aufregen möchte, wer ein bisschen mitdenken möchte, das ist alles erforderlich, und wer kein allzu großer fanatischer Fan vom Wohlleben ist, sonst hat man sicherlich auch keinen Spaß mit diesem Werk, dem sei es herzlich empfohlen. Mein persönliches Fazit aus der Lektüre ist, ich werde ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich so Dinge sage wie der Baum denkt sich. Ja, weil Denken im Sinne von wie wir das tun mit einer Strategiefindung, einer Verhaltensänderung, einer Anpassung, wie Pflanzen das eben tun, einfach nur mal nicht vergleichbar ist. Das bedeutet nicht, und das wäre jetzt nochmal wichtig, ja, und das wirklich ist das Schlusswort, Pflanzen sind deswegen nicht blöder als wir, aber grundlegend anders. Einfach nur so grundverschieden, dass sollten Pflanzen ein Bewusstsein haben, dann ist dieses Bewusstsein von uns deswegen nicht wahrnehmbar, weil es so grundverschieden wie unser eigenes ist, wie es fast nur sein kann. Das heißt wirklich nicht, es gibt keins, aber wenn es eins gibt, dann können wir das zumindest nach dem aktuellen Forschungskenntnis- und Messwerkzeugstand einfach nicht erfassen. Ja, also möglicherweise haben Pflanzen schon ein Bewusstsein, aber das wissen wir nicht. Und das werden wir auch nie wirklich so weit begreifen können. Es sei denn, wir begeben uns ins Spirituelle und da gehen wir jetzt nicht hin. Nein, 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 nein. So, jetzt war aber wirklich. Die Stunde ist fast voll, also passt's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und
dann keine Ahnung, was dann ist. Ja, aber irgendwas. Macht's gut.